heute erstmals mit der Fraktion und Partei Die Linke über die Lage in Hessen Gespräche geführt. Wir haben dabei insbesondere am heutigen Tage drei Themenkomplexe behandelt. Zunächst ein bisschen die allgemeine Lage nach einem Ergebnis, das bekanntermaßen wir uns nicht gewünscht haben, aber jetzt eben erfordert, dass alle miteinander über die Lage zunächst ins Gespräch kommen. Wir haben zweitens auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betrieben, mit Blick auch auf das teilweise sehr muntere Klima im Hessischen Landtag zwischen allen fünf Fraktionen. Und wir haben letztlich dann am heutigen Tage sehr intensiv über die Frage der Schuldenbremse und der Finanzsituation des Landes und möglicher Konsequenzen aus der schwierigen finanzpolitischen Lage des Landes diskutiert. Wie Sie wissen, sind wir im Moment mit allen im Gespräch. Ich glaube, dass es völlig klar ist, dass niemand von uns mit der jetzigen Situation, die wir im Hessischen Landtag haben, leichtfertig umgeht und dass wir die Mehrheitsverhältnisse, so wie sie jetzt sind, beziehungsweise die Nicht-Mehrheitsverhältnisse, so wie sie jetzt sind, von den ursprünglich gewünschten Konstellationen schlicht akzeptieren und jetzt über die Frage nachdenken, wie man aus diesen Bereichen heraus eine konstruktive Politik, eine verantwortungsvolle Politik machen kann. Und wir haben uns für den nächsten Termin ausdrücklich vorgenommen, dass der auch durchaus länger dauern kann als 2,5 Stunden. Weil wir wissen, dass die Aufgaben, die da vor uns liegen, ziemlich groß sind. Und insofern ist das, wenn Sie so wollen, dann ein Open-End-Termin noch in den Herbstferien. Und danach werden wir natürlich etwas klarer sehen, inwieweit da eine inhaltliche Grundlage der Zusammenarbeit bestehen kann oder nicht. Wo wir uns einig sind in der Kritik an der abgewählten schwarz-gelben Regierung, das wissen wir aus 5 Jahren. Gemeinsame Oppositionsarbeit, wie daraus eine gemeinsame Politik entstehen könnte, das wissen wir noch nicht und da müssen wir einfach weiterreden. Ich will da nur hinzufügen, dass es natürlich auch für uns da seitens SPD und Grünen nicht nur vertrauensbildende Maßnahmen gab, beispielsweise der Wahlkampf, der uns ja, wo man sich sehr, sehr stark gewünscht hat, dass wir gar nicht mehr in den Landtag wieder einziehen. Das hat natürlich auch nicht unbedingt dazu geführt, dass das Vertrauen unheimlich gestärkt wurde. Aber das haben wir diskutiert, aber dann auch, glaube ich, dann ganz guten Schluss gefunden, dass wir gesagt haben, wir haben natürlich die Situation, dass Schwarz-Gelb hier keine Mehrheit mehr hat, dass sehr viele Menschen eine Hoffnung darin haben, dass es jetzt wirklich einen Politikwechsel gibt, dass wir hier eine hohe Verantwortung haben. Ich denke, dieser Verantwortung sind sich auch alle Parteien bewusst und dass wir deshalb auch hier sehr ernsthaft und völlig unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten oder irgendwelchen Verletzungen aus der Vergangenheit auch miteinander reden müssen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass wir an dem Punkt Schuldenbremse in Land und Bund eine andere Position gehabt haben, dass wir das falsch fanden, die zu verankern und dass wir auch die Steuersenkungen in den letzten Jahren immer abgelehnt haben, die natürlich jetzt auch mitverantwortlich sind für die schwierige finanzielle Situation.